Und jetzt kommt Thomas Tuchel zu uns nach dem 4-0. Und wir haben ja gesehen, er war richtig on fire heute. Luther. Thomas, hallo. Herzlichen Glückwunsch. Warum ausgerechnet heute das beste Bayern-Spiel der Saison nach all den Vorzeichen? Pokal, knappes Personal. Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit Trainer, meinen Sie, und trotz keiner Weiterentwicklung, ja, war sehr überraschend alles. Also warum dann das? Weiß ich nicht. Was denn jetzt? Lothar bestimmt. Lothar weiß es, oder wenn es Lothar nicht weiß, weiß es Didi bestimmt. Was? Gut, können wir auch direkt so einsteigen. Warum sind Sie so unzufrieden mit... Wenn Kritik kommt. Super zufrieden. Wir sind ja super zufrieden. Na gut, die Ironie. Meiner Mannschaft. Ich bin super zufrieden mit meiner Mannschaft. Top. Ja, ich als Experte heute auch mit dem FC Bayern. Dann heute ist doch 90 Minuten dann gut ist doch, dann ist doch Ostern und Weihnachten. Und wenn ich eben ab und zu mal eine andere Meinung habe, Thomas, das muss ja nicht so ausgetragen ich werden. Ich sehe es und ich akzeptiere deine Ich akzeptiere es auch. Dann machst du das heute auch. Du analysierst es sonst auch und Didi auch. Ihr haltet euch ja sonst auch nicht zurück. Aber Thomas, deshalb überlasse ich das Feld heute der Analyse. Ja, ich doch. Das ist doch eine ganz Schlips gewinnen, weißt du? Doch eine ganz respektvolle Frage. Meine doch auch, wobei ich jetzt respektlos... Nein, ich sage nur, das ist doch eine ganz respektvolle Frage, wenn wir Sie fragen, warum Sie das so stört, Kritik von außen. Also jeder Lothar kann ja sagen... Ich auch gar nicht. Lothar kann das machen jetzt heute. Und wenn nicht, kann es Didi machen. Ja, aber Ihre Ironie spürt ja jetzt jeder. Also das ist ja und? Das ist nicht erlaubt. Doch. Mögen Sie nicht. Natürlich ist es ja, okay, dann lass uns das so stehen. Also war das heute ein Wir-zeigen-es-allen-Spiel sozusagen? Nein, wir zeigen es uns selber. Das, was wir die ganze Zeit machen, wir spielen für unsere eigenen Maßstäbe, wir spielen für unser eigenes Level, das wir erreichen wollen. Und das war top heute. Ich freue mich für die Mannschaft, dass ich es so beweisen konnte. Warum dann ausgerechnet heute unter den Vorzeichen? Heute Lothar? War ein Top-Spiel, also haben wir eine Top-Leistung gebracht. Ja, Lothar, und warum ausgerechnet heute? Also gerade weil auch Thomas ja im Vorfeld bei Patrick Wasserschier schon kurz angebunden war und auch bis zur 90. mit dem Schiedsrichter diskutiert hat und auch in der Halbzeit. Und er war ja schon on fire. Er hat gefeiert, wie seine Mannschaft auch heute auf dem Platz. Das will man ja auch sehen, will man auch sehen. Will man auch als Spieler einen Trainer haben, der emotional mitgeht. Und wie gesagt, heute von Bayern München war von Anfang an auf dem Platz da, was Borussia Dortmund nicht war. Und haben das Spiel von der ersten bis zur 90. Minute durchgezogen. Und deswegen haben wir auch heute gesagt, auch meine Meinung, Thomas kann ja dagegen sein, es war das beste Spiel, was der FC Bayern über 90 Minuten dieser Saison gezeigt hat. Vielleicht. Das war sehr gut. Was war heute besonders, auch dass Sie bis zur 90. Das stand ja noch 89. Das stand ja schon 3-0 und Sie waren immer noch so erregt, dass der Co-Trainer Sie noch zurückziehen musste, in der Befürchtung, dass Dennis Aydekinder wahrscheinlich noch mal bei Ihnen antanzt und Ihnen sagt, die letzten Minuten können Sie dann vielleicht 5 Meter weiter oben. Gar nichts. Emotionales Coaching, Leute, das ist ganz normal. Also ist ganz normal und ich glaube, es war alles im Rahmen. Ich habe niemanden beleidigt, nichts. Und Schiedsrichter ist absoluter, ich mag ihn, ist absoluter Top-Schiedsrichter, hat es mir erklärt. Und es war ein intensives Match. Wir hatten eine unterschiedliche Meinung, aber er hat es mir erklärt und es ist alles gut. Was hat den Ausschlag gegeben, dass der BVB, den Sie ja im Vorfeld auch gelobt haben, heute auch gar nicht sein Spiel durchgebracht hat, also nicht ansatzweise, und auch über 90 Minuten die Bayern nie die Balance verloren haben? Das ist ja immer die Frage, war es jetzt gut oder war es vom Gegner nicht so gut oder war es bedingt? Und das werden wir nie rausfinden, deshalb schauen wir auf uns. Und wir waren sehr konzentriert, sehr fokussiert und waren sehr effektiv. Wir haben uns viele Torchancen rausgespielt und verdient gewonnen. Ich freue mich sehr für meine Mannschaft, weil wir ja leider am Mittwoch kein so gutes Ergebnis hatten. Deshalb gehört das leider manchmal dazu im Sport, obwohl wir uns viel vorgenommen hatten. Aber es kommt auf die Reaktion an und die haben wir gezeigt. Upamecano musste ja spielen, Goretzka musste spielen. Upamecano macht das 1-0, Goretzka bereitet das 2-0 vor. Ist das ein Ausrufezeichen hinter der Gesamtmentalität sozusagen? Ja, ich glaube, dass jeder die Wichtigkeit gespürt hat, auch von dem Spiel. Das ist doch klar, das ist ein riesengroßes Spiel in Deutschland. Und wir haben mit den beiden lange gesprochen und mit den Medizinern gesprochen. Und den Ausschlag hat letztendlich gegeben, dass beide sich wohlgefühlt haben zu spielen und voll überzeugt waren, dass es geht. Das war dann der letzte Tropfen, dass wir es wirklich gemacht haben. Beide haben es eindrucksvoll bewiesen und ein Top-Spiel gemacht. Also die Hand von Goretzka dick verpackt. Warum hat Thomas Tuchel vielleicht
all das, diese ganze Energie heute so gut übertragen können auf die Mannschaft, Julia? Ich glaube, es ist die Frage, ob es überhaupt nötig war, ob es die Mannschaft nicht selber auch unbedingt wollte und diese Energie nach dem Spiel am Mittwoch eben von alleine auch aufbringen wollte. Mich würde viel mehr interessieren und die Frage würde ich gerne weitergeben, was war denn Ihr Appell, die Thematik nach dem Saarbrücken-Spiel an die Mannschaft? Brauchte sie jemanden, der sie aufrüttelt, der sie mitnimmt, der sie die Enttäuschung mit ihr auslebt oder brauchte sie einen Appell dahingehend, dass man so nicht spielen kann und dass man sowas verändern muss im nächsten Spiel und hinsichtlich der Mentalität? Wir haben keine so gut gegen Gegner gespielt, der extrem tief und fleißig verteidigt hat. Es wäre nicht die erste Pokalrunde gewesen, wo der Favorit sich eine Weile schwer tut und dann spät die Tore macht. Es ging im Grunde nur darum, die zweite Halbzeit war total okay. Es ging für mich in Saarbrücken ausschließlich darum, dass wir das zweite Tor machen. Dann hätten wir noch ein drittes, viertes gemacht. Und dann ist aus meiner Sicht ein Spiel, das einmal in 50 Spielen so passiert. Wir sind sehr ruhig geblieben, weil es ist Anfang der Saison. Es hat uns extrem geschmerzt und wird uns noch weiter schmerzen bei jeder Pokalauslosung, weil das ein großes Ziel von uns war. Und zwei Tage werden zwei Auswärtsspiele und dann bleibt es kurz und sachlich und wir haben ja viele Dinge gehört, was bei uns alles nicht stimmt und so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Aber jetzt, wo sich alles ein bisschen beruhigt hat, kann ich ja vielleicht noch einmal zum Abschluss fragen. Sie haben in Mainz tolle Arbeit geliefert, haben hier in Dortmund performt und Titel gewonnen, in PSG gut gearbeitet. Was ist das jetzt? Im Moment, in Chelsea und wenn jetzt jemand hier bei den Bayern, wie sie gestartet sind in der Champions League, haben wir gesagt, wie sie gestartet sind in der Bundesliga, haben wir auch gesagt, wie viele Tore sie gemacht haben, haben wir auch gesagt, warum ist es so schwer, dann eine andere Meinung zu akzeptieren, die vielleicht nicht... Akzeptiere ich doch, ist doch gut. Ja, aber sie... Vor dem Spiel habe ich nur kurz reingehört, habe Lothar gehört, da gibt es Phasen, schlechte Phasen und sonst was. Wir haben zwei Unentschieden in der Liga, gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Wir haben, glaube ich, sehr wenig Konstanz in der Viererkette und auf der Sechs, wie die zusammenspielen. Wir haben einen Torwartwechsel, den wir noch durchziehen in der Mitte von der Saison. Wir führen in der Champions League-Gruppe. Aber okay. Aber das ist doch das ist die Frage. Darf ich jetzt auch mal sagen? Ja. Ich also möchte gar nicht in die Diskussion. Ich möchte damit alleine lassen. Wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil das ist mir too much. Die Ergebnisse haben wir auch angesprochen, Thomas. Ja, ja. Doch gut, ich will da gar nicht einsteigen. Du darfst deinen Job, aber ich will da gar nicht rein. Das ist so gar keine Diskussion. Ich will gar nicht Teil der Diskussion sein. Ihr habt einen Job. Ihr dürft das benennen, wie ihr möchtet. Das ist gar keiner sauer. Heute haben wir 4-0 gewonnen. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß. Tja, gratuliere.